Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Opening auf diesem Kanal. Heute wollen wir uns die Dual Power Boxen anschauen. 5 Stück an der Zahl und was wir ziehen werden, das erfahren wir nach dem Intro. So, 5x Duelist Powerbox. Ihr habt gesehen beim Aufmachen, es waren 6 Stück drin, aber eine ist leer. Die ist halt als Platzhalter drin gewesen. An der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an den lieben Benedikt von Junks Playground, meinem Händler. Sein Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Echt nice, dass du mir das noch zugeschickt hast. Richtig coole Sache. Ich würde sagen, wir machen hier eins auf und dann mache ich im Hintergrund den Rest auf und gibt es einen kleinen Cut und dann schauen wir uns das alles quasi etwas flotter an. Ich meine, gut, im Endeffekt, ich werde euch nichts Neues erzählen, ich bin recht spät dran. Klar, aber der Vollständigkeit halber will ich das hier halt einfach aufmachen. Ich habe mir auch schon einige Karten rangetradet, so ein bisschen Bulk, ein bisschen wertvollere Sachen. Was habe ich hier? Den Topologic oder wie er heißt. Und ein paar Handtraps habe ich mir rangeholt und ein bisschen Krimskrams. Und ja, nichts Besonderes. Mal schauen, was wir ziehen. Vielleicht Infinite Permanence wäre ganz cool. Da muss ich mir den nämlich nicht so ranholen. Hoppala. So, dann war einmal hier diese Spielmatte, die ja seit der Legendary Collection Kaiba wesentlich besser irgendwie vom Druck her ist, habe ich das Gefühl. Ich finde auch die Seite tatsächlich cooler als die andere, ne, wo hier tatsächlich mehr Monster zu sehen sind. Ja, passt jetzt nicht alles aufs Bild. Auf jeden Fall ganz coole Sache, nice to have. Auch wenn ich jetzt kein Spielmatten-Fetischist bin, wenn man so möchte. Hier haben wir die Booster, es müssten 6 Stück sein, inklusive dem Promopack. Das Promopack schauen wir uns auch gleich an. Hoppala, da geblieben. Genau, da haben wir hier die beste Karte von allen, die ich finde, der Dunkle Magier in einem neuen Artwork. Mal wieder. Ich frage mich, wie viele alternative Artworks diese Karten in 20 Jahren haben werden, wenn es so weitergeht. Aber sehr schön auf jeden Fall. Dann haben wir den Elementarheld Neos. Den Sternstaubdrache, den finden tatsächlich viele besser als das Original. Ich persönlich muss da widersprechen. Ich finde das Original wesentlich besser. Das Artwork, ich finde es auch cool, aber es gefällt mir halt wirklich immens weniger als das Original Artwork, muss ich schon sagen. Dann Nummer 39, Utopia. Auch ganz nice. Buntäugiger Pendeldrache, das Artwork finde ich halt richtig nice von ihm. Ja, das sieht ja richtig badass aus und es ist halt mal auch eine innovative Position, aus der man sie gezeichnet hat. Sieht man eher selten. Ja. Erinnert so ein bisschen an den finsteren bewaffneten Drachen. Und den Dekodiersprecher, den finde ich auch tatsächlich relativ cool in dem Artwork und muss sagen, finde ihn hier auch besser als das Original. Auch wenn das alle anders sehen, aber ich merke schon, die Community teilt selten meine Meinung. So, das war das Promopack. Die anderen müssen wir dann hier nicht mehr extra aufmachen. Jetzt haben wir hier die Booster. Dann wollen wir mal. Wir haben den goldenen Apparat, der hoffentlich nicht vom Silbernen gefolgt wird. Nein, wir haben Guki, der große Ogre im alternativen Artwork. Für mich nichts Neues. Ich habe die ja schon in extra Secret Rare aus Japan bekommen. Genauso wie hier die Trickster und die ganzen anderen. Naturia Ungeheuer, sehr schön. Oh, der blaue Chaos Max Drache. Das ist ein ganz cooler Pull, muss ich sagen. Den würde ich sogar mal rauslegen. Und dann haben wir, oh Gott, Aromagisterin Jasmin. War das nicht die spielbare? Keine Ahnung. So. Also ich lege die anderen Karten einfach mal aus dem Bild raus. Dann machen wir weiter. Und ich sehe schon meine Lieblingskarte aus dem Set. Und ja, das ist sie. Der Magier des Chaos. Meine absolute Lieblingskarte. Das ist die schönste Karte, die in diesem Set designt worden ist. Einfach unglaublich toll. Habe sie mir auch schon einmal rangetradet gehabt, jetzt habe ich sie ein zweites Mal, sehr schön.
Alles, was halt da fehlt, werde ich bei Benedikt natürlich dann im Einzelnen nachkaufen. Ich werde nur diese 5 Boxen hier aufmachen und alles, was danach noch fehlt, werde ich tatsächlich einzeln nachkaufen. Ja, wie ihr es halt kennt. Dann haben wir den Photonenvorstoßer. Ja, bin jetzt kein übermäßig großer Fan von diesen Photonenmonstern. Aber er entspricht auf jeden Fall dem Archetype vom Design her. Dann haben wir die Hohepriesterin der Prophezeiung. Ich weiß jetzt nicht, ob die was geht oder nicht, aber ich glaube, aus dem Originalset ging die auf jeden Fall ein paar Euro. Dann der buntäugige Vorstoßdrache, einer der coolsten buntäugigen Monster, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und Schreckenspelz Patchwork. Booster Nummer 3. Ich habe schon gesehen bei hier bei Creepfan und so, dass sich teilweise die Karten häufig wiederholen. Dann haben wir hier den silbernen Apparat. Ja, hätte es gedacht. Xyz Änderungstaktik. Doppelt oder nichts. Die Wunderfusion. Und Necros von Bryonek. Eine Karte, die wirklich mal sehr teuer war. Die ging mal so um die 80 Euro oder so. Die lege ich einfach mal raus, weil ich sie cool finde. Die war früher teuer in Secret. Ich habe den Secret auch bloß 3 oder 4 Mal. Also. Die war auch, glaube ich, ziemlich shortprinted im Set. Dann sehr schön, die erste Handtrap geht, glaube ich, 2 Euro oder so. Geister, Ogre und Schneehase, da habe ich mir auch schon einen rangetradet gehabt. Den legen wir auch gleich mal raus. Dann Ewige Seele, haben wir das erste Mal, glaube ich, gesehen in einer dieser Yugi Legendary Deckboxen. Dunkler magischer Kreis, der zweite Reprint in Ultra. Cleaford Genie. Und das Mal der Rose. Oh Gott, Mal der Rose, wann kam die denn raus? Ich glaube, in Crossroad of Chaos, wenn ich nicht alles täusche. Cyberdrache Nächster, das ist auch eine recht gute Karte, geht glaube ich so 6 oder 7 Euro, zumindest als ich es das letzte Mal gesehen habe, sehr schön. Wir haben wohl Glück mit der Box. Oh, und da geht es gleich gut weiter. Und zwar der glühende Rotdrachen Erzung der Weltler Abyss, es gibt ja 3 Stück von denen hier und soweit ich das mitbekommen habe, ist das wohl der beste von denen. Und das sieht halt echt badass aus, ne? Richtig, richtig nice. Freut mich, von dem können wir gerne noch mehr ziehen. Dann nochmal Visionsheld Vion. Guki Käfigkampf und Raubpflanze, Rackwurzskorpion. Ja, den habe ich mir auch schon 4 oder 5 Mal rangetradet. Ein bisschen Bulk und so, ihr kennt mich ja. Liebe Bulk. Und nein, dazu gibt es natürlich kein Video. Dafür sind die Karten einfach zu irrelevant. Und nochmal der Geister, Ogre und Schneehase. Dann El Schattenpuppe Konstrukt. Link Jünger. Trickster Holy Angel. Auch das kenne ich ja schon vom Artwork her, einfach aus dem Japanischen und Quintett Magier. Ja, das ist der Magier, den finde ich auch cool, aber der gefällt mir halt nicht ganz so gut wie die anderen. So, ich würde sagen, ich mache jetzt die anderen Boxen auf und dann sehen wir uns direkt wieder. Wir machen weiter mit Box Nummer 2 und schauen, was wir da rauskriegen. Oh, eine weitere coole Karte, ein OCG-Import. Und zwar die Streifenpolizistin der Unterwelt, die haben wir auf meinem Kanal schon gesehen, und zwar aus der japanischen V-Jump. Ich habe mir Gott sei Dank nur ein Exemplar bestellt, eben genau aus diesem Grund, denn wenn sie hier rauskommt, dann kann ich mit der V-Jump, mit dem V-Jump-Exemplar einfach nichts mehr anfangen. Es sei denn, es ist eine Zensur vorhanden, was hier glaube ich nicht der Fall war. Dann El Schattenpuppenfusion, der Künstlerkumpel Lächelzauberer, den ich tatsächlich sogar recht cool finde. Rechtshänder Schraubendreher und Sternseraph Hoheit. Genau. Dann... Ich finde halt die Imports auch richtig nice. Hier der Sicherheitsdrache, auch so eine V-Jump-Promo, die wir hier schon gesehen haben. Dementsprechend auch leider nicht mehr wirklich brauchbar. Also die V-Jump-Promo selbst. Utopische Onomatopsie. Gott, nee, das kann ich nicht aussprechen. Raubpflanze Drachostepelia. Die kam, oh Gott, die kam, glaube ich, in einem Hauptset raus. Ich weiß gerade nicht mehr in welchem. Und zwar eine Kammen. Vollset eigentlich. Boosterdrache. Und Schattenpuppe-Konstrukt. Denn, also wenn ich jetzt irgendwas Wertvolles nicht rauslege, dann liegt es daran, dass ich nicht weiß, dass es wertvoll ist, dann tut es mir echt leid. Also, Aroma Seraphin Jasmin. Dann nochmal der silberne Apparat. Nochmal, nee, nicht nochmal, sondern Necros Kaleidoskop. Stern Seraph Scepter. Und der Cybers Verzauberer. So, da war die erste Boosterbox doch bisher besser, muss ich sagen.
Wir haben Trickster Zauberlorbeere, richtig geil. Also die Trickster-Karten sehen halt immer echt fett aus. Visionsheld Vayan, Guki Käfigkampf, Raubpflanze, Ragwurzskorpion und Dekodierzerstörung. Ich gehe hier tatsächlich ein bisschen schneller durch, weil ihr kennt die Karten ja alle schon. Ich bin halt einfach relativ spät dran. Und ja, dementsprechend denke ich, muss ich hier nicht auf jede Karte extra eingehen. Chaosform, dann haben wir den Signalkrieger, die Wunderfusion. Oh, der geflügelte Drache von Ra. Unsterblicher Phönix, das war Millennium Pack, die Money Card. Und Geistermädchen und Spukhaus, sehr schön. Haben wir doch noch einen Highlight-Pull gezogen. So, schauen wir mal. Infinite Permanent war noch nicht dabei. Dann haben wir Karte des Untergangs, die gibt glaube ich auch einen Zwickel. Dann der Ra im Kugelmodus. Ixis Änderungstaktik. Dann der grüne rote Hand Ötzel der Wälder Bann. Ich glaube, das ist ein alternatives Artwork, ich bin mir gerade nicht sicher. Und Harpchentänzerin, meine achte. Ich habe schon 7 Stück rangetradet. Dann wollen wir doch mal gucken. 3, 4, 5, 6. Ich habe dies bedauerlicherweise etwas blöde aufeinandergelegt. Wie weit wir hier noch kommen. So, Box Nummer 3. Oh ja, eine Karte, die ich halt einfach richtig geil fand. Habe ich das erste Mal gesehen beim Opening vom Link Reigns Pack 2 war es, glaube ich, von meinem OCG-Händler Katastrophe. Wollte die unbedingt haben, war glaube ich auch Ultra, wenn ich mich nicht täusche, aber war dann schon leider verkauft. Jetzt habe ich sie auf Deutschen Ultra, was wesentlich besser ist. Dann glühender Rotdrachenherz in der Welt der Bann, Harpientänzerin, priesterlicher Drache von Artum und glühender Rotdrachenherz in der Welt der König. Elend, der kam in Shining Victories raus, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir Sicherungsaufseherin, auch ein OCG-Import, Sternstaub-Abwusch, was? Sternstaub-Wunsch, mein Gott, Abwusch, genau. Aromagisterin Rosmarin, dann himmlische Schlange G, auch nice. Und unendliche Unbeständigkeit, da haben wir sie, die Manikard aus dem Set. Ja. Ich weiß nicht, ich persönlich hätte natürlich lieber die Secret. Ja, ich bin einfach zu geizig für die Secret, muss ich ganz ehrlich. Okay, sie ist Shortprint. Die Secret ist wirklich Shortprint, muss man sagen. Die ist selten. Daher finde ich auch den Preis gerechtfertigt. Aber ich glaube, die Ultra Rare wird halt einfach richtig hart abstürzen. Ja. Spätestens, wenn nochmal ein Reprint folgt. Dann haben wir nochmal die Streifenpolizistin aus der Unterwelt. Dann den Linkjünger. Trickster Holy Angel, Quintett Magier und priesterlicher Drache von Tefnut. Also die Box hat sich auf jeden Fall schon wieder gelohnt. Ne? Dann haben wir den Sicherheitsdrachen. Antiker Antriebsgolem, ultimatives Pfund. Finde ich auch cool, dass der einen Ultra Rare Print bekommen hat. Ja, da war ja davor bloß Kamen. Dann Super Quantal, Mechkönig, großer Magnus. Der Kristallflügel Synchrodrache. Nice, auch wieder eine gute Karte. Sehr schön. Und der neunschwänzige Fuchs, der mich halt hart an Naruto erinnert. Ich habe es zwar nie wirklich geguckt, aber ein paar Folgen habe ich halt dann doch gesehen. Und daher ja, assoziiere ich das ein bisschen damit. Aber gut. Dann vorletztes Booster dieser Box. Der Quintettmagier. Der Priesterdrache von Tefnut. Antike Antriebsgolem, ultimatives Pfund, Superkontal Mechkönig Rosa Magnus und Necros von Valkyros. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der was geht. Ich glaube jetzt nicht allzu viel. Ich lege mal nicht raus. Ich habe halt ein paar schon auf YouTube gesehen, die ihn rausgelegt haben, aber ich glaube, das war eher für irgendwelche Decks oder so. Keine Ahnung, weil die cool fanden. Dann haben wir sehr schön nochmal die Karte des Untergangs und nochmal einen Kristallflügel-Synchro-Drachen. Die Box hat sich halt wieder richtig hart gelohnt. Dann der neunschwänzige Fuchs, Sabok der Megamonarch und Shurid Stratege der Necros. So, die vorletzte Box. Ich bin gespannt, was wir ziehen. Wir haben schon echt geil gezogen, muss ich sagen. Ich bin schon relativ zufrieden. Ja, sogar einmal unendliche Dingesbumsens. Ja. ja. Oh, sehr schön. Dunkle Kavallerie ist auch eine sehr, sehr schöne Karte.
Es tut mir nicht leid, dass wir hier wirklich so schnell durchgehen, aber ich bin einfach relativ spät dran mit dem Opening und ihr habt wirklich das meiste schon gesehen, ne? In den anderen Openings, da muss ich nicht jetzt hier noch denselben Senf zu jeder einzelnen Karte lassen. Also wenn euch das zu schnell ist und ihr der Meinung seid, ihr wollt es trotzdem etwas langsamer haben, dann sagt mir das, dann werde ich das in Zukunft versuchen umzusetzen. Oh, Link Kuribo, sehr schön, sehr schön. Den Reprint finde ich dahingehend richtig geil, dass ich mir jetzt den Kauf des Link Kuribos aus der Jump sparen kann. Der geht, glaube ich, auch in Euro oder so. Dann nochmal Chaosform. Der Signalkrieger. Und das war es auch schon wieder. Ach ja, wir haben noch einiges. Ich hätte noch gerne Ash Blossom. Das wäre ganz cool. Ash Blossom, nicht schon wieder der Ogre. Wobei der Ogre halt auch schon echt nice ist. Ne? Dann haben wir jetzt das Playset gezogen mittlerweile. Dann haben wir die Wunderfusion. Dann den geflügelten Drachen von Ra, unendlicher oder unsterblicher Phönix, dahinter die Kugel und Xyz Änderungstaktik. Aber dadurch, dass es halt auch so schnell gemacht wird, wird es halt auch ein verhältnismäßig kurzes, knackiges Video. Ne? Das ist ja auch das. Ich meine, im Prinzip ist es egal, wie ich es mache. Ich werde niemals jeden zufriedenstellen können. Na, das ist völlig klar. Hier dunkler magischer Kreis, Chaosform, der goldene Apparat. Oh, da haben wir sie ja. Die Aschenblüte und freudiger Frühling. Endlich. Da können wir gerne nochmal eine von ziehen. Ansonsten haben wir hier doch sogar noch Monster gehabt. Und glänzender Zug ist übrigens auch eine relativ coole Zauberkarte. Wobei ich finde, dass halt vielleicht diese Lichteffekte hier in einer anderen Farbe hätten sein können. Dann wäre dann ein besserer Kontrast drin gewesen. Wir ziehen nicht schlecht, Leute. Wir ziehen nicht schlecht. Also ich bin bisher zufrieden. Dann wieder der silberne Apparat, Necros Kaleidoskop, Sternseraph Zepter, Cybers Verzauberer und Geisterschnitt und Winterkirschblüten. Zwar die wertloseste, aber dafür die schönste der Handtraps. Wie ich finde. Zwei Stück haben wir noch. Wenn wir noch eine in Permanence ziehen würden, wäre es halt geil. Dann haben wir hier Nummer 39, Utopia Doppel. Ja, für Utopia-Fans halt richtig geil, mal ein neues Utopia-Monster. Doppelt oder nichts. Raubpflanze, Spinnenorchidee. Ich glaube, ist das nicht sogar die erste Pendelmonster-Karte für die Raubpflanzen? Sieht übrigens ziemlich geil aus. Nicht ganz so düster wie die anderen Karten, aber trotzdem richtig geil. Der goldene Apparat und Guki, der große Ober. Letztes Booster der vorletzten Box. Verhängnisvolles Ziehen. Naturia Ungeheuer. Wieder ein Chaos Max Dragon. Photonenvorstoßer und die Hohepriesterin der Prophezeiung. Ja. Dann kommen wir zur letzten Box. Also ich muss sagen, ich bin echt zufrieden bisher. Kann mich nicht beschweren. Oh, sehr schön. Platinfarbener Apparat. War das nicht sogar der erste, den wir gezogen haben? Ah, den finde ich echt cool. Ist beinahe mein Lieblingsapparat sogar. Finde ich besser als die ganz alten von der Optik her. Dann priesterlicher Drache von Atum. Grünere Rotdrachen Ätzung der Welt der König Elend. Sicherheits- oder Sicherungsaufseherin und ich sehe eine Falle. Nee, ist nicht. Aber hätte sein können. Okay. Hätte ja sein können, Leute. Ich habe übrigens auch zwei Displays Infinity Chasers aufgemacht, allerdings unkommentiert. Also ich habe nur geöffnet, ohne was dazu zu sagen. Ich werde das wohl in einem Videoprojekt mit Katastrophe zusammen kommentieren. Das wird bestimmt auch ganz lustig. Wir machen jetzt aktuell ein Video und interviewen einen gewissen Max Uelze. Ein paar werden den vielleicht kennen, relativ wenig. Das ist ein relativ junger Geselle, der relativ teure Karten hat. Mehr will ich dazu jetzt aber erstmal nicht sagen. Dann haben wir Aromagisterin Rosmarin, himmlische Schlange Gift. Seelenpendel, Schattenpuppe Konstrukt und Aschenblüte. Jetzt regnet es aber Aschenblüten hier. Wie machen wir das denn? Na, legen wir das einfach hier drüber. Noch eine Aschenblüte und bin ich happy. Ich glaube, die geht mir auch ein paar Euro. 4 oder 5 Euro, glaube ich. Ah, ich hatte jetzt mittlerweile so viele Reprints bekommen, das ist ja richtig unnormal. Ich finde, jetzt reicht es dann schon langsam. Dann Doppelheldenangriff. Taktischer Wechsler. Bei der haben sich viele beschwert, dass sie die so oft ziehen. Ich habe die, glaube ich, gar nicht so oft gezogen. Oh, Galaxiesoldat, auch schön.
Das tun dunkle Magiermädchen. Ja, da hätte man sich jetzt die Jump-Version, die ich habe, sparen können. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Stück aus der Jump. Aber, ja, macht nichts. Ich behalte sie trotzdem aus der Jump und tu mir noch 1 oder 2 Exemplare von der raus. Und dann haben wir noch Geisterschnitte und Winterkirschblüten. Also ich muss sagen, die Handtraps verfolgen mich. Ne? Verfolgen mich. Von der neuen hätte ich vielleicht auch noch mal was. Nochmal gerne. Und wir haben direkt die nächste geile Karte, Cyberdrache. Nächster. Und dann haben wir direkt die nächste geile Karte, nämlich der glühende Rotdrachen Erzunterweltler Abyss. Visionsheld Vayan, Guki, Käfigkampf und Raubpflanze Ragwurzskorpion. So, wie viel haben wir noch? 2 Booster haben wir noch, Leute. 2 Stück. Hoho. Ob wir hier noch was Gutes ziehen, ich weiß ja nicht. Trickster Fingerhuthexe. Auch eine neue Trickster-Karte. Ich glaube, die haben wir jetzt hier das erste Mal gezogen. Und tatsächlich eine der schönsten, wie ich finde, die bisher rausgekommen sind. Echt nice. Ewige Seele. Zwillingsausbruch der dunklen Magie. Necros von Clausolas. Necros Spiegel. Und das wäre es auch schon wieder gewesen. Letztes Booster. Mal gucken, ob wir hier noch was Schönes draus ziehen. Glänzender Zug, dunkler magischer Kreis, Chaosform, goldener Apparat und ha, nochmal die Aschenblüte. Playset, Leute, wie ich gesagt habe, so muss das sein, richtig geil. Ja, das sei es gewesen, das war es gewesen. Zu erwähnen sei noch, dass ich irgendwie dachte, dass die Dual Power Boxen ungefähr das Format von den Yugi Legendary Decks hatten. Das ist irgendwie sad, dass dem nicht so ist, hätte ich gut brauchen können, aber na gut, was soll's. So. Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns zum Recap. So, wir kommen zum Recap. Wir haben natürlich die Promos, ne, und die anderen OVP-Promo-Packs. Dann, was ich persönlich als Bulk bezeichnen würde, wäre dann das hier. Da haben wir am meisten gezogen, den goldenen Apparat, und zwar 4-mal. Dann die Holy Angel, Quintett Magier, Wunderfusion. Da kann man also einfach mal ein bisschen drüber fliegen. Boah, das ist ein Riesenstapel, da hat meine Hand gar keinen Platz. Genau, also falls da irgendwas bei ist, was ein bisschen mehr wert ist, was ich übersehen habe, dann tut es mir leid. Ne? Ich habe jetzt die Preise auch nicht auswendig im Kopf. Ich weiß halt, was in etwa die Highlights sind. Und nachdem bin ich eben gegangen. Kann auch sein, dass jetzt hier eine, keine Ahnung, 2-3 Euro Karte drin ist, die mir vielleicht so als Highlight-Karte gar nicht bewusst war. Also bei den beiden finde ich es halt schade, dass ich nur jeweils einen gezogen habe. Ich habe auch nur jeweils einmal eine von denen rangetauscht. Das heißt, ich habe jetzt erst 2 Stück von denen. Richtig sad. Ja. Genau, die da hinten haben wir, glaube ich, alle bloß einmal gezogen. Aus 6 Boxen, ne? Das ist schon hart. Genau. Ich glaube, ich müsste mir theoretisch nochmal 6 bestellen, damit ich überhaupt von jeder Karte jeweils eine hätte. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den Highlights. Da haben wir hier einmal unendliche Unbeständigkeit. Das ist die Chase-Card, ich glaube 28 Euro oder was sie geht. Die Secret geht natürlich noch mehr, speziell aus dem Grund, weil sie auch short-printed ist, also nicht hier, sondern im Hauptbooster. Randy Brand hat die ja relativ oft gezogen, also ich wage mal zu behaupten, dass die nicht geshort-printed ist. Dann haben wir hier Geistermädchen und Spukhaus, von der hätte ich mir ein paar mehr gewünscht. Linkoribo, auch leider nur einmal. Necros von Bryonek. Hat er, glaube ich, nie einen Reprint bekommen. Die kam ursprünglich in The Secret Forces, glaube ich, raus, und das war es dann auch erstmal. Dann der Galaxiesoldat. Dann 2-mal der Cyberdrache Nächster, der geht, glaube ich, 6 Euro oder so, wenn ich mich nicht täusche. Dann 2-mal der Kristallflügel Synchrodrache. 2-mal Karte des Untergangs. Dann Geisterschnitter und Winterkirschblüten, ebenfalls 2-mal. Blauäugiger Chaos Max Drache, ebenfalls 2-mal. Glühender Rotdrachen Erzunterweltler Abyss. Und als Playset haben wir Aschenblüte und Freudiger Frühling. Ja, was ich halt mega nice finde. Und eben hier Geister, Ober- und Schneehase. So, das soll es gewesen sein. Ja, freut mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns zum nächsten Opening, was auch immer das sein mag. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.